Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Wir brauchen für die heutige Praxis einen Block oder ein Buch. Wir machen heute ein paar Sachen für den ganzen Körper mit dem Fokus auf Stehhaltungen. Zu Beginn kannst du dich erstmal auf deine Matte legen und den Block gleich mitnehmen und zwischen deine Oberschenkel klemmen. Und zwar so, dass du ihn jetzt nicht total zusammenquetscht, sondern einfach nur sanften Druck drauf gibst, dass der Block hält und die Muskeln auf deiner Oberschenkelinnenseite aktiv sind. Die Füße stellst du ein bisschen entfernt vom Gesäß parallel auf. Die Arme sind rechts und links neben deinem Körper. Mit deiner nächsten Einatmung drückst du die Füße in die Erde, hebst dein Becken und die Arme nach oben über den Kopf, schiebst dich in die Länge. Dann mit der Ausatmung rollst du den Rücken zurück auf die Erde, lässt die Arme aber über den Kopf ausgestreckt. Dann einatmen, dein Becken hebt nach oben. Und ausatmen, die Arme kommen mit zurück und dein Becken kommt auch zurück auf deine Matte. Davon machen wir insgesamt 3 Runden. Mit der Einatmung hebt die Arme nach oben, schiebt dein Becken zur Decke. Mit der Ausatmung die Wirbelsäule langsam abrollen. Einatmen, Wirbelsäule wieder aufrollen. Schieb dein Becken weit nach oben zum Himmel und dann nimm die Arme wieder mit auf den Rückweg nach unten. Synchronisier Bewegung und Atem. Einatmen, Becken und Arme gleichmäßig über den Kopf heben und die Arme über den Kopf ausstrecken. Die Arme bleiben, nur dein Becken geht mit der Ausatmung zurück zur Erde. Dann einatmen, wieder heben. Schieb nochmal über die Fingerspitzen in die Länge und mit der Ausatmung abrollen, die Arme mitnehmen und dein Becken abstellen. Du lässt den Block immer noch zwischen deinen Oberschenkeln und streckst die Beine jetzt nach oben. Deine Füße sind geflext, also die Zehenspitzen zeigen zu dir. Und du stellst dir vor, dass du die Decke nach oben wegdrücken möchtest in der Bewegung, die wir jetzt gleich machen. Deine Arme sind rechts und links neben dem Körper und du hebst dann dein Becken nach oben, schiebst mit den Fußsohlen die Decke weg und legst dein Becken wieder ab. Du kannst gerne Druck über die Arme und Hände auch ausüben, um dich nach oben zu schieben. Also mit beiden Fußsohlen einmal nach oben schieben, Becken hebt und wieder absetzen. Nochmal Druck nach oben, wieder lockern. Behalte diesen sanften Druck auf dem Block, versuche ich insbesondere hier nicht zu sehr zusammenzuquetschen. Und dann schieb wieder hoch und lösen. Noch 3. Und der letzte. Dann nimmst du den Block zwischen den Beinen hervor und klemmst ihn zwischen deine Handflächen, sodass du ihn nicht greifst mit den Händen, sondern dass deine Handflächen gegen die Außenseiten gegendrücken. Deine Beine kommen in eine Grätsche und du hebst den Oberkörper nach oben und schiebst den Block zwischen den Beinen durch. Mit deiner Einatmung streck den Block über den Kopf, lass den Brustkorb etwas absinken, ohne den Kopf ganz abzulegen. Mit der Ausatmung heb die Arme nach oben und schieb den Block wieder zwischen die Beine durch. Einatmen, Arme strecken hoch, Schultern kommen eher Richtung Boden und ausatmen, wieder in so einen kleinen Crunch mit dem Block zwischen die Beine durchschieben. Noch 5. Und 3. Versuch dich immer, wenn du zwischen die Beine durchschiebst, noch ein kleines bisschen mehr nach oben zu heben, also noch mehr in die Bauchmuskulatur zu arbeiten. Und dann noch ein letztes Mal. Halte hier kurz für 3, 2, 1 und dann bring die Beine langsam zusammen. Stell den Block beiseite, greif mit den Händen zu den Knien, leg deinen Kopf ab und dann zieh die Oberschenkel einmal zum Bauch heran und drück die Knie dann wieder weg von dir. Nochmal Knie zum Bauch heranziehen. Und wieder wegschieben. Dann gib deine Arme ausgestreckt zur Seite. Die Handflächen zeigen zum Boden. Deine Schienbeine sind in einem rechten Winkel zu den Oberschenkeln.
Und dann beweg die Knie langsam beide auf die linke Seite, ohne abzulegen. Drück deine rechte Schulter fest in die Erde hinein. Halte hier. Und dann wieder zurück zur Mitte. Dann zur rechten Seite, die linke Schulter fest in den Boden. Halte. Und die Beine zurück in die Mitte. Nochmal nach links. Zurück zur Mitte, linke Schulter wieder erden und die Knie nach rechts. Zurück in dein Zentrum und noch einmal jede Seite. Wir halten dann hier für 3, 2, 1. Zurück in die Mitte und auf die rechte Seite für 3, 2, 1. Dann die Knie wieder zurück, Hände auf deine Knie, dann schaukel von vorne nach hinten. Bis du zum Sitzen kommst, ohne dass deine Füße abstellen. Mach den Rücken dabei schön rund, dass es dir in der Wirbelsäule keine Schmerzen bereitet. Und dann komm einmal ganz auf deine Füße, versuch die Hände nicht zu benutzen und dann direkt in die Vorwärtsbeuge zu kommen. Die Füße parallel zueinander, den Oberkörper locker hängen lassen, zusammen mit deinem Kopf. Dann drück die Fersen fest in die Erde. Zieh die Arme über die Seite nach oben, komm in den gestreckten Berg und dann bring die Hände vor dein Herz. Schließe kurz die Augen für einen Moment, halte inne. Dann öffne die Augen, wenn du sie geschlossen hast, streck die Arme mit einer Einatmung über die Seite hoch. Mit der Ausatmung komm in die Vorwärtsbeuge, beug die Knie ein bisschen, lass den Oberkörper wieder schwer werden. Dann einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, zieh den Nabel nach innen, bring die Hände auf deine Schienbeine, zieh die Schultern nach hinten Richtung Taille und drück die Oberschenkelrückseiten nach hinten weg. Dann streck die Arme in Verlängerung des Kopfes aus. Du merkst, da müssen die Beine noch ein bisschen mehr arbeiten, die Rückseiten noch ein bisschen länger werden und die Kraft im unteren Rücken wird verstärkt. Dann beug die Knie, bring beide Hände auf die Erde, heb den linken Fuß und steig nach hinten in den weiten Ausfallschritt. Linkes Knie kommt zur Erde. Dann nimm dir nochmal den Block, klemm ihn wieder wie zu Beginn zwischen beide Handflächen, streck dich nach oben für den niedrigen Ausfallschritt in der Variante. Die Hüfte geht tief, dein Brustkorb zieht nach oben und dann lehne ich ein ganz kleines Stückchen zurück nach hinten. Stell den Block vorne ab, streck dich wieder nach oben, verschränk die Finger hinterm Rücken ineinander, leg deinen Kopf da hinein. Und dann öffne den Brustkorb, zieh die Ellbogen nach außen und lehne dich noch ein kleines bisschen tiefer nach hinten zurück. Werd wieder gerade, stell die Hände vorne ab und dann hol den linken Fuß etwas näher ran, streck beide Beine, bring die linke Ferse zur Erde und hol die rechten Zehenspitzen zu dir heran. Kannst gerne den Block nutzen, um dich da mit beiden Händen abzustützen. Die rechte Hüfte schiebt nach hinten zurück. Wer Lust hat, was für die Muskeln zu machen, der kann sich so in den Block schieben, dass er den rechten Fuß kurz heben kann und wieder abstellen. Dreimal. Dann gib den Block beiseite, falls du ihn in Verwendung hattest. Stell den rechten Fuß wieder ab. Steig zurück nach hinten ins Brett und dann geh durch dein klassisches Vinyasa mit heraufschauendem Hund oder mit kleiner Kobra und wir treffen uns dann im herabschauenden Hund. Blick nach vorne zu den Händen, dein linker Fuß kommt nach vorne, rechtes Knie geht auf die Erde. Wir brauchen wieder den Block, die Hände von außen drücken dagegen, dein Oberkörper hebt nach oben, lass die Hüfte nach unten sinken.
Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Gib leichten Druck über die Handinnenflächen, um den Block zu fixieren. Zieh den Block ein kleines bisschen nach hinten. Heb deinen Brustkorb nach oben. Stell den Block wieder vor dich auf. Streck beide Arme hoch. Verschränk die Finger hinterm Kopf ineinander. Und dann zieh die Ellbogen wieder nach hinten, die Schulterblätter noch ein bisschen fester zusammen. Der Blick geht leicht nach oben Richtung Decke. Löst die Hände, bringen sie zur Erde. Schnapp dir gerne wieder den Block zum Stützen. Rechter Fuß kommt weiter nach vorne, die rechte Ferse kommt zum Boden. Die linken Zehenspitzen zeigen zu dir. Und dann hältst du entweder hier, schiebst die linke Hüfte ein kleines bisschen nach hinten und dann lässt dein Becken nach unten oder nach vorne kippen. Wer mag, hebt dreimal die linke Ferse ab für mehr Kraft. Gib den Block wieder zur Seite. Stütz dich ab, steig mit links zurück in deine Bretthaltung. Dann lass dir drei Atemzüge Zeit, mit dem Bauch zur Erde zu kommen. Versuch, diesen Weg nach unten gleichmäßig zu gestalten und insbesondere so dieses letzte Stückchen auch nochmal erinnert zu halten und nicht ganz nach unten zusammen zu plumpsen. Du nimmst dir wieder den Block. Machst ihn wieder zwischen deine Handflächen, drückst dein Becken und die Fußrücken fest in die Erde hinein, streckst die Arme dann nach vorne, hebst die Arme hoch und hebst dann den Brustkorb nach oben für eine Variante der Heustrecke. Versuch die Arme zu strecken. Mit der Ausatmung lass dich ein bisschen absenken, entspannen, ohne den Block abzusetzen. Und einatmen, heb wieder ein kleines bisschen nach oben. Ausatmen, senken. Und einatmen, heben. Dann zieh den Block zu dir heran und bring ihn nach hinten zwischen deine Handflächen. Heb deinen Brustkorb nochmal hoch und dann schieb den Block Richtung Fersen. Drück den Block fest zusammen. Und dann löst, stell ihn wieder vor dich auf. Hände unter die Schultern, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Bleib hier noch für ein paar Atemzüge, bring eine schöne Streckung in deinen Rücken, versuch die Oberschenkelinnenseiten nach hinten zu ziehen. Blick zu den Handflächen nach vorne, der rechte Fuß steigt vor, dein linker Fuß dreht auf, du kommst nach oben in den Krieger 2, rechtes Bein gebeugt und linkes gestreckt, Arme parallel zum Boden. Dann verschränkt die Finger hinterm Rücken ineinander oder greift die Ellbogen bzw. Unterarme, hebt dein Brustbein und dann lehn dich nach vorne an der Innenseite vom linken Oberschenkel vorbei Richtung Boden. Versuchen gleichmäßigen Druck in beiden Fußsohlen zu lassen, also auch die linke Fußaußenkante fest zu erden, dass die ganze Arbeit nicht nur vorne ist. Dann löst die Hände und wander mit den Händen so links außerhalb deiner Matte in die Länge. Streck den Rücken, wander auf deinen Fingerspitzen, bis dein Rücken ganz gestreckt ist und du dich richtig nach unten hängen lassen kannst. Deine Füße bleiben wieder ganz stabil, drücken in die Erde. Du kannst dir vorstellen, dass du beide Oberschenkel in deine Hüfte hineinziehst für noch mehr Beinkraft. Dann wander mit den Händen zurück, bring sie außerhalb deines rechten Fußes, steig mit rechts zurück, schieb dich direkt in den herabschauenden Hund. Wieder 5 Atemzüge durchatmen.
Blick nach vorne zu den Handflächen. Der linke Fuß steigt nach vorne, der rechte Fuß dreht auf. Heb dich wieder in den Krieger 2, kraftvolle Beine. Arme parallel zum Boden. Schieb über den Scheitel nach oben, lass die Schultern aber entspannt. Verschränk die Hände wieder hinterm Rücken in deine Variante. Egal wo du bist, zieh die Schulterblätter zusammen. Lehn dich nach vorne an der Innenseite vom linken Oberschenkel vorbei Richtung Erde. Der Kopf kann ruhig ganz schwer werden und die verschränkten Hände ziehen Richtung Kopf bzw. Richtung Erde. Dann löst die Hände und wandere auf den Fingerspitzen zur rechten Mattenaußenseite, bis der Rücken wieder schön lang gestreckt ist und du eine Dehnung auch in den Flanken, also in den Körperseiten spürst. Lass den Kopf ruhig hängen, kannst ihn auch mal zwischendurch immer mal auslockern. Und dann bring die Hände wieder zurück. Der Fuß ist zwischen beiden Händen und dein Bein steigt dann zurück in die Bretthaltung. Wieder 3 Atemzüge auf dem Weg nach unten. Versuch dir die Kraft wieder gleichmäßig einzuteilen. Tiefe Atemzüge ein und aus. Wenn du unten angekommen bist, winkel die Beine an. Flex die Füße und greif dann nach hinten zu deinen Knöcheln. Zieh die Zehenspitzen Richtung Erde. Und dann schieb die Knie in den Boden und drück die Füße nach hinten, sodass sie die Arme nach hinten ziehen und dein Brustkorb vorne automatisch nach oben hebt in den Bogen. Atme noch 2-mal tief durch. Die Schulterblätter nähern sich hintern am Rücken wieder an. Und dann löst die Haltung, stützt dich ab und komm in den herabschauenden Hund. Jetzt streck dein rechtes Bein nach oben zur Decke. Verlagerst dein Gewicht nach vorne, bringst deinen rechten angewinkelten Fuß nach vorne zu den Händen. Der linke Fuß stellt auf und dreht zur Seite auf, dass wir ins Dreieck kommen können. Hebst den Oberkörper nach oben, bringst die Arme parallel zum Boden. Jetzt geht dein linker Arm hinterm Rücken entlang zur Taille, also du wickelst den Arm einmal um dich herum. Rechtes Knie beugt ein bisschen und dann lehnst du dich nach vorne, bringst die rechte Handfläche auf dein Schienbein und drehst dich dann von da weg nach links in die Öffnung. Vielleicht geht deine linke Hand dann sogar zum rechten Oberschenkel, je nachdem wie viel Öffnung hier im Brustansatz ist, der Muskulatur. Lass die linke Hüfte ruhig etwas nach unten ziehen und hol die Drehung mehr aus dem Brustwirbelsäulenbereich. Dann der Blick nach unten zum rechten Fuß, beugt dein rechtes Knie, stützt dich mit der rechten Hand am Boden ab oder nutzt gerne auch den Block, um dann dein linkes Bein zu heben. Parallel zum Boden reicht. Und dann versuch mal die rechte Hand von der Erde zu lösen und hier in die Balance zu gehen. Dann bring beide wieder zurück auf die Erde. Dann beugt dein rechtes Knie, mach die Hüfte gerade und dann spring deinen rechten Fuß nach hinten in den dreibeinigen Hund. Also rechtes Knie beugen, dein linker Fuß zieht nach oben und du springst direkt nach hinten und holst direkt deinen linken Fuß nach vorne. Der rechte Fuß erdet, die Zehenspitzen drehen aus, hebt den Oberkörper nach oben an. Arme parallel zum Boden. Der rechte Arm wickelt diesmal hinterm Rücken entlang. Linkes Knie beugt ein bisschen und du lässt dich nach unten sinken ins Dreieck. Linke Hand findet einen ganz leichten Stütz auf deinem Schienbein. Der Brustkorb öffnet nach oben und rotiert Richtung Himmel.
Vielleicht geht die linke Handfläche jetzt auf den linken Oberschenkel. Lass die rechte Hüfte etwas nach unten ziehen und bring wieder mehr Drehung nur aus der Brustwirbelsäule in die Haltung. Blick nach unten zum linken Fuß. Gerne den Block zur Unterstützung für unsere Balancehaltung. Rechtes Bein hebt in der Variante vom Halbmond. Finde hier erstmal deine Stabilität. Und wenn es ausgeht, dann heb die linke Hand vom Boden und halte hier. Dann beide Hände wieder zurück auf die Erde. Wir springen wieder zurück. Linkes Knie beugt, rechte Hüfte zieht nach unten, also Becken gerade. Beide Handflächen fest auf der Erde, schulterbreit. Dann beugt dein linkes Knie. Zieh jetzt gleich mit der rechten Ferse hoch und spring dein linkes Bein zurück und komm an im dreibeinigen Hund. Stell den rechten Fuß dann wieder auf. Dann den Blick nach vorne, beug beide Knie. Springen zum Sitzen oder kommen auf einem anderen Weg in die Sitzhaltung. Leg beide Fußsohlen hier zusammen. Wenn dir die Übung vom Schmetterling leicht fällt, kannst du sie heute vielleicht auch mal, weil wir ihn schon da haben, mit dem Block probieren. Also den flach auflegen, die Füße drauf tun. Dann hast du mehr Raum, um die Hüfte zu öffnen. Greif mit verschränkten Füßen um die Fußaußenkanten. Dann streck dich einmal in die Länge und zieh dich dann nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Lass die Hüfte dabei ganz locker. Lass immer mehr Spannung aus deinem Hals. Und spür, wie dein Kopfgewicht dich von ganz alleine nach unten zieht, Länge in den Nacken bringt. Komm dann mit der Einatmung nach oben. Den Block zur Seite, falls du ihn verwendet hast. Dann streng dein linkes Bein aus. Bring den rechten Fuß außerhalb vom linken Oberschenkel. Wenn du dann den Bodenkontakt mit der rechten Hüfte verlierst, dann lass den rechten Fuß einfach auf der Seite. Streck deinen linken Arm nach oben, stütze dich mit der rechten Hand hinten ab, dass deine Wirbelsäule gut in die Streckung kommt. Und dann zieh dich nochmal hoch über die Fingerspitzen und dreh dich dann zur rechten Seite. Umarm mit dem linken Arm entweder dein Knie oder find an der Außenseite vom Knie den Hebel für den ganzen Drehsitz. Versuch dich mit der rechten Hand von hinten immer etwas in die Länge zu stützen und deinen Brustkorb anzuheben. Und mit der linken Hand schau, ob du, oder dem linken Ellbogen, schau, ob du die Drehung intensivieren kannst. Atme hier dreimal tief. Löse, stell beide Füße auf, ein bisschen breiter als hüftbreit, greif unterhalb der Knie, schieb dich mit dem Brustkorb nach vorne, wir machen nur eine kleine Ausgleichsbewegung und dann komm praktisch in die Katzehaltung, also mach den Rücken ganz rund, lass dich zurücksinken, halt dich vorne an den Knien fest und mit der Einatmung schieb dich nochmal nach vorne, Brustbein schiebt in die Länge und ausatmen, nochmal ganz rund werden. Und dann richte dich wieder gerade auf. Dein rechtes Bein ist gestreckt und der linke Fuß kann entweder zur rechten Außenseite kommen oder zur Innenseite. Die linke Hand stützt hinten, gerne auf die Fingerspitzen. Der rechte Arm zieht hoch mit deiner Einatmung. Und dann geht es in die Drehung mit deiner Ausatmung. Wieder dein Knie umarmen oder den Hebel mit dem Ellbogen finden. Versuch mal, den rechten Fuß aktiv zu lassen, Knie nach oben zeigen zu lassen und die Zehenspitzen zu dir. Nutz die linke Hand wieder, um gefühlt den Boden nach hinten wegzuschieben, sodass dein Brustkorb sich in die andere Richtung aufrichtet. Und
Dein rechter Ellbogen gibt den Druck an die linke Knieaußenseite für die Tiefe der Drehbewegung. Ein paar Mal tief durchatmen. Löst die Haltung auf und dreh dich zurück nach vorne. Streck das linke Bein aus. Mach die Arme einmal lang über den Kopf. Dann beug die Knie ein kleines bisschen und dann streck dich nach vorne mit geradem Rücken. Lass die Hände dann nach unten sinken zu den Füßen oder leg sie am Boden ab. Atme ein, schieb dein Brustbein Richtung Zehenspitzen. Und atme aus, hol den Bauch ein bisschen näher an die Oberschenkel heran. Einatmen, Brustkorb schiebt zu den Zehen, Länge im Rücken. Und ausatmen, Bauch Richtung Oberschenkel. Noch einmal Länge. Und dann ausatmen, werd ganz passiv, lass den Rücken rund werden, den Kopf wieder schwer nach unten hängen. Hol dich langsam nach oben auf. Und dann komm in die Rückenlage oder in den kreuzbeinigen Sitz für die abschließende Entspannung. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis bald. Namaste.